Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Willkommen zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 26.07.2018. Im ersten Teil ging es um Donald Trump und die Weltpolitik. Der zweite Teil kommt aus der Falter Werkstatt und dokumentiert Aktuelles aus Wien und Umgebung. Im Falter diese Woche geht es unter anderem um den Glauben an Wunderdrogen, der durch unseriöse Wissenschaftsmagazine gefördert wird. Falter-Redakteur Benedikt Narodoslawski wird über die Recherche berichten. Aber zuerst ein Interview über Geruchsbelästigung in der Linie U6 der Wiener U-Bahn. Ob man seinen Käsekreiner oder seinen Döner in der U-Bahn isst oder nicht, das klingt ziemlich trivial. Wurstbann in der U-Bahn, hat die Süddeutsche Zeitung über Wien geschrieben. In Berlin herrscht schon lange Essverbot und Trinkverbot im Nahverkehr. In der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. ist Essen in der U-Bahn so streng verboten, dass unkundige Touristen auch schon im Kittchen gelandet sind. In Wirklichkeit steckt mehr hinter diesem Vorstoß in Wien zum Essverbot, denn die U6 ist eine U-Bahn-Linie, die viele Arbeiter transportiert und viele junge Zuwanderer. Im rechtsrechten Biotop ruft das Aggressionen hervor. Das multikulturelle Zusammenleben in Wien läuft nicht ohne Spannungen ab. Die für den öffentlichen Verkehr zuständige Stadträtin Uli Simmer hat bei einer U-Bahn-Station Deos verteilt. Das Falter-Interview mit der Stadträtin führt Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Uli Simmer, eine Stadträtin verteilt Deos an die Wiener in der U-Bahn. Stinken die Wiener zu sehr oder warum braucht man das? Na, das Ganze ist Teil von unserer U6-Offensive, die ja sozusagen viele Punkte umfasst hat. Also wir haben ja die Wienerinnen und Wiener gefragt, was sie an der U6 am meisten stört. Da war das ganze Thema Hitze, fehlende Klimaanlagen, durchaus sozusagen auch Gestank war die Nummer eins. Gestank, da ist vor allem das Essen gekommen. Das heißt, wir haben eigentlich einige Dinge gemacht. Wir haben so ein Cooling-Paket geschnürt, wo man nicht nur jetzt ein Pilotprojekt machen und schauen, wie wir die alten Waggons nachrüsten können, sondern wir haben jetzt in den Waggons, die nicht gekühlt sind, eben so Lüftungsflappen montiert, wo es wirklich dann sowas wie einen Luftzug gibt. Das heißt, in jedem Waggon hast du 16 Meter Lüftungsflappen. Wir haben Folien auf die Scheiben der Züge montiert, wo es wirklich auch einen signifikanten Temperaturunterschied gibt. Also wir haben versucht, ein ganzes Maßnahmenpaket zu schnüren. Und eine Aktion davon war, dass man so ein bisschen mit Augenzwinkern auch Deo verteilt an die Passanten. Durchaus auch mit der Intention, dass man das vielleicht an jemanden weitergeben kann, wenn man in der U-Bahn sehr dicht gedrängt nebeneinander fährt. Aber jetzt nochmal sozusagen zurück zum ernsten Kern der Frage. Die U6 ist einfach die Linie bei uns, wo man sozusagen auch am dichtesten nebeneinander steht, weil die Linie diejenige ist, die am belastetsten ist, wo wir trotz eines Intervalls von 2,5 Minuten wissen, dass wir teilweise am Kapazitätslimit fahren. Und deswegen sozusagen versuchen wir auch dort, unsere Maßnahmen hinzukonzentrieren. Ist die U6 ja irgendwie auch symbolisch eine besondere Linie? Sie trennt die Vorstadt von der Innenstadt und sie ist eine Linie mit vielen Arbeiterinnen und Arbeitern, die da in der Früh arbeiten fahren, die Pflegerinnen vom AKH und die Hackler, die ganzzeitig drinnen sitzen. Und viele Wiener sagen, diese U6, das ist eigentlich ein Ort, der mir fremd ist, den ich gar nicht mehr betreten will. Ich kann mich erinnern, der damalige Innenminister Sobotka hat gesagt, die U6 ist sozusagen das Probleme wie bei der U6, die muss man verhindern mit einer Integrationspolitik. Geht es da nicht ein bisschen um mehr als um stinkende Achselhöhlen und stinkende Nudeln, nämlich sozusagen ein Gefühl der Geborgenheit zu geben in einer pluralistischen Wiener Gesellschaft? Na, auf jeden Fall. Also ich möchte die U6 sozusagen wieder ein bisschen, wenn man so will, aus der Schmuddelecke holen, wo sie meiner Meinung nach zu Unrecht steht. Also begonnen hat es aus meiner Sicht damals damit, dass es diese Gesetzesnovelle auf Bundesebene gegeben hat, die dann plötzlich bedeutet hat, dass Drogendealer quasi, die mit kleinen Mengen erwischt werden, ich würde nicht sagen straffrei sind, aber fast. Ja. Das hat zu einer Explosion an Drogendealern entlang der U6 geführt. Das ist bei jedem Eingang sind wirklich 20 Personen gestanden, wo man ganz klar gewusst hat, also wie heißt es so schön bei den Wiener Linien, die hatten keine Beförderungsabsicht, sondern die wollten dort Drogen verkaufen. Trotz Einsätzen der Polizei war das für viele Menschen, das verstehe ich total, auch für mich eine beängstigende Situation. Wir haben damals versucht, mit den Securities sehr schnell irgendwie gegenzusteuern, aber seitdem hat sozusagen
die U6 in Summe, finde ich, sowas wie ein Imageproblem und viel, das hängt der Linie einfach noch nach. Noch dazu ist es eine sehr alte Linie, eben auf diesen Stadtbahngleisen. Sie fährt nur oberirdisch, das heißt, sie ist dadurch auch wesentlich heißer als andere Linien. Die Züge sind grundsätzlich ein bisschen kleiner als unsere anderen U-Bahn-Züge. Das heißt, es sind viele Faktoren, die dazu führen, dass das ganze Image irgendwie nicht so gut ist. Sie fährt natürlich auch an Brennpunkten vorbei, nicht? Sie fährt vorbei am Josi und sie fährt vorbei am Jedmeier und sie fährt vorbei am Westbahnhof und sie fährt vorbei an der Gundendorfer Straße. Also ich glaube, Brennpunkte, soziale Brennpunkte haben es an sich, dass sie immer bei der U-Bahn sind. Ja? Also egal welcher Brennpunkt, es betrifft eigentlich immer eine U-Bahn-Station, weil soziale Brennpunkte offensichtlich schnelle Beförderungsmittel bevorzugen. Ich weiß nicht, es gibt da immer einen Zusammenhang, einen örtlichen. Ja? Und ich habe mir das jetzt einfach zur Aufgabe gemacht, zu schauen, wo können wir die U6 für die Fahrgäste, für die Nutzerinnen und Nutzer einfach verbessern, indem wir sie jetzt einmal fragen. Aber ich merke, dass das schon allein das Gefühl, den Leuten zu geben, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man das ernst nimmt, dass man auch Maßnahmen setzt und sich überlegt, gemeinsam, wie kann man das verbessern, das führt eigentlich schon zu einem sehr positiven Resonanz und zu einem sehr positiven Rückhalt. Und ich glaube, ein Image sozusagen von einer Strecke ist sehr schnell zerstört. Das wieder aufzubauen wird längere Zeit dauern. Da werden nicht nur 2, 3 sozusagen plakative Aktionen reichen, sondern da muss man über lange Zeit irgendwie dranbleiben. Aber ich glaube, dass es bei der U6 durchaus gelingen kann. Wir haben am Westbahnhof, finde ich, schon recht schöne Erfolge. Also der Westbahnhof funktioniert sehr, sehr gut. Ich finde auch das Projekt, das wir gemacht haben mit unseren U-Bahn-Stars, irgendwie ein sehr nettes und aufwertendes für viele U-Bahn-Stationen und genau, und das ist für viele junge Künstler eine tolle Chance. Also die machen das auch wirklich gerne, es gefällt ihnen, sie verdienen dort auch mit dem Hutgeld, das sie einnehmen. Also es ist irgendwie eine Situation, wo alle eigentlich zufrieden sind. Ja? Das ist ein Rückerobern des öffentlichen Raums und gleichzeitig ein bisschen eine Wiener Broken Window-Theorie, also dass man einfach diese öffentlichen Räume nicht verlottern lässt, sondern so wie in New York einst sozusagen sagt, man duldet nicht einmal mehr den Zwiebelgeruch, weil das führt sozusagen zu größerer Unordnung und zur Verunsicherung. Steckt das da dahinter? Also für mich ist, ja, ich finde, man kann es am besten vielleicht so einen Punkt bringen, dass man sagt, man kann jetzt nicht einfach nur die Schultern zucken und sagen, ja, da kann man nichts machen. Das ist mir einfach zu wenig. Ja? Deswegen haben wir Stück für Stück versucht, auch mit kleinen Maßnahmen das wieder rückzuerobern. Also das ist sicher ein schönes Wort. Das ist mit der Musik, glaube ich, gut geglückt. Das setzen wir überall ein. Es gibt natürlich Bereiche, die beliebter sind als andere. Also der Westbahnhof ist zum Beispiel eine Station, die jetzt auch für die Musikerinnen sehr gut funktioniert, aber auch eben andere Bereiche. Das ganze Thema Sauberkeit ist ein sehr wichtiges, gerade wenn man an diese Broken Windows-Theorie denkt. Sauberkeit, also Schmutz zieht einfach weiteren, wenn überall Dreck herumliegt, dann zieht das auch anderen Schmutz noch an und es wird dann eigentlich noch schlimmer danach. Sie haben Umfragen gemacht unter den Benutzern der U6, was erzählen die denn? Weil wenn man sozusagen in seinem eigenen Umkreis umhört, da hört man, Frauen trauen sich in der Nacht nicht mehr mit der U6 zu fahren, weil sie Angst haben, dass sie von den Männern im sogenannten maskulinisierten Raum angequatscht werden und die Älteren trauen sich auch nicht mehr. Was erzählen denn die Leute, wenn sie in der Umfrage gefragt werden? Was ist denn da repräsentativ? Also wir haben, wie das mit den Drogendealern so aktuell war, haben wir das gemerkt, wir machen mit den Wiener Linien immer regelmäßige Umfragen, da haben wir schon gemerkt, dass es gerade bei den Frauen sozusagen, wenn man so will, einen Vertrauensknick gegeben hat. Seit wir die Securities und die Service-Teams im Einsatz haben, das sind dann im Endausbau bis zu 300 Menschen, die wirklich draußen auf den Bahnsteigen unterwegs sind, hat sie das wieder gebessert. Aber ich glaube, es wird sozusagen noch ein Stück brauchen. Wir machen einerseits sozusagen bei den illegalen Aktivitäten, sprich Drogendealern, sehr intensive Aktionen gemeinsam mit der Polizei. Das funktioniert sehr gut und dem Büro für Sofortmaßnahmen. Also das funktioniert gut und auf der anderen Seite schauen wir uns jetzt die sogenannten, ich würde mal sagen, Soft-Faktoren an. Was stört die Leute sonst noch? Das ist eben das Thema Hitze, keine Klimaanlagen, Geruch, weiß ich nicht, Pflege von Stationen, also was das ist denn Anstriche? Also stört die Leute generell das dort? Nein, also das ist nicht gekommen. Was die Leute natürlich stört, sind Drogendealer, ist klar, das stört jeden, das ist irgendwie vollkommen logisch. Da kann man aber nur mit der Polizei dagegen einschreiten und halt auch solche Gesetze verabschieden, dass man sowas nicht auch noch sozusagen bevorzugt. Also, nein, bevorzugt ist das falsche Wort, aber einfach Gesetze machen, die das eher unterbinden und hintanhalten und nicht, wie wir es vor 2 Jahren gehabt haben, wo dann plötzlich 20 vor jeder Tür stehen, die Polizei nicht verfolgen konnte. Das war schon ein großes Problem.
Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingebracht, indem wir einfach sehr gedrängt haben auf eine schnelle Novelle auf Bundesebene, dass man das tatsächlich ändern kann. Ja. Aber es wird trotzdem, Stichwort Josefstädterstraße, immer wieder Szenen geben von drogenkranken Personen, von Leuten, die dort ihren sozialen Treffpunkt haben, die sich dort aufhalten werden, wo Leute durchgehen. Wie weit kann eine sozialdemokratische Stadt gehen, um jetzt die Armen, die Deklassierten aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben? Also auch am Praterstern hat man ja das Alkoholverbot eingeführt. Wo ist die Grenze zwischen einer Vertreibung der Armen von einem öffentlichen Verkehrsknotenpunkt, wo sie sich eben auch treffen, und wo ist sozusagen die Ordnungsmacht? Ich meine, das ist immer eine schwierige Frage, wo man, glaube ich, wirklich Fingerspitzengefühl braucht. Ich finde, am Praterstern war es für mich sehr einfach, weil das für mich kein Menschenrecht ist, dass man sich bis zur Besinnungslosigkeit dort betrinken können soll. Ja? Also es hat ja niemand was dagegen, wenn sich Menschen aufhalten. Aber so wie das dort war, hat es alle 2 oder 3 Tage mehrere Menschen gegeben, die nicht einmal mehr ansprechbar waren, die sich nicht mehr gerührt haben, also die quasi dort wie bewusstlos gelegen sind. Und ich glaube, dass wir dafür zu lange zugeschaut haben und schon viel früher hätten sagen sollen, das geht so nicht, und deswegen verhängen wir das Alkoholverbot, das aus meiner Sicht übrigens sehr, sehr gut funktioniert und wo wir auch jetzt mit einem Kulturprogramm versuchen, den öffentlichen Raum dort ein bisschen wieder rückzuerobern und den Leuten, die halt dort wohnen, die dort Passanten sind, und dort sind jeden Tag 150.000 Leute unterwegs, ein bisschen irgendwie zurückzugeben und aus diesem Negativ-Image auch dort zu befreien. Ja? Also insofern würde ich das so formulieren, Toleranz ja, aber nicht nur so weit, wo die Rechte anderer nicht irgendwie eingeschränkt werden. Ja? Und das wird jeden Tag irgendwie, glaube ich, ein schwieriger Spagat sein, weil ich kenne das auch vor der Josefstädterstraße, das Josi. Natürlich gibt es halt immer wieder Ansammlungen, ja? Aber es ist ein öffentlicher Raum und man darf sich doch aufhalten. Es kommt halt dann nur darauf an, sozusagen, was passiert denn dort, wenn dann dort Drogen gehandelt werden oder eben auch bis zur Besinnungslosigkeit getrunken wird, dann muss man sich das auch anschauen. Ja? Aber wo ist denn die Grenze? Die Grenzziehung. Da findet man ein schönes Plakat, da steht drauf, willst du einen hippen Platz? Halte rein den Lippenblatt. Jetzt gibt es viele Linke, die sagen, das ist also ein Gentrifizierungswahn, der da stattfindet, und auch die Sozialdemokraten sind mitverantwortlich dafür, dass die Grundstückspreise dann in diesen Vierteln, wo eigentlich früher die Armen gelebt haben und die Arbeiter gelebt haben, steigen. Die Leute ziehen in die Dachwohnungen ringsum. Wo ist denn da die Grenze, dass man sagt, es gibt einfach Orte, wo ärmliche Bevölkerung lebt, die dann vielleicht zu hip wird und wo man Leute aus dem Auge haben will, die stören, weil sie stinken oder vielleicht das falsche Essen? Nein, aber ich finde, dass wir eine ganz gute Lösung haben, weil wir all diese Menschen wirklich sehr intensiv sozialarbeiterisch betreuen. Wir haben zum Beispiel, nur um zum Praterstern zurückzukehren, da hat es das Stern gegeben, das ist eine Einrichtung, wo man auch Alkohol konsumieren darf in Maßen. Ja? Also da gibt es auch ein Umdenken in der Sozialarbeit in der Stadt. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, sondern das vom Kollegen Hacker, aber wir haben da sehr intensiv zusammengearbeitet, dass man versucht, den Leuten auch jeden Tag ein neues Angebot zu machen und sie sozusagen in die Gesellschaft oder in betreute Bereiche zurückzuholen. Ja? Und ich finde, das ist in Wien schon einzigartig, dass man den nicht einfach nur stampern mit der Polizei und sagen, quasi schleicht's euch, sondern den Menschen wirklich versuchen, ein Angebot zu machen, versuchen, sie irgendwie wieder zu integrieren in einen Bereich der Gesellschaft. Ja? Aber dort, wo es sozusagen massive Einschränkungen gibt, dass eben Frauen, Kinder, wer immer sich nicht mehr über den Platz gehen trauen, wir wollten nie solche No-Go-Gebiete haben in Wien. Und ich glaube, da muss man halt sehr genau aufpassen. Und es gibt keine Formel, die jetzt für jeden Platz passt, außer die zu sagen, okay, wenn es Einschränkungen gibt in die Freiheit von anderen, dann ist das so nicht zu tolerieren. Ja, aber ich glaube, du wirst das bei jedem Platz gesondert mit Fingerspitzengefühl dir anschauen müssen, weil es auf jedem Platz eine andere Situation ist. Du hast den Westbahnhof anders als den Praterstern, anders als die Josefstädterstraße, anders als, ich weiß es nicht, den Handelskee. Ja? Kommt das Essverbot nur in der U6 oder wird es auch in anderen Linien dazu kommen? Was müssen die Hitzinger ihr Schnitzelsemmel weiter essen? Naja, die U6 geht ja von Liesing bis Döbel. Ja, also da sind wir durchaus auch in sogenannten bürgerlichen Bezirken fahren wir da durch. Wir haben es einmal als Pilotprojekt jetzt dort probiert, weil das doch ein Thema ist, wo sagen wir mal so, Diskussionen geben wird. Wir haben gesagt, wir schauen uns das einmal an, funktioniert das, kann man das durchsetzen, findet das Anklang? Und wenn es so ist, dann werden wir einfach schauen, ob wir das weiter ausweiten oder nicht. Ich will es jetzt nicht ausschließen.
Aber von den ersten Reaktionen jetzt her zu urteilen, glaube ich, dass es eigentlich ganz gut ankommt und scheinbar auch die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit ist. Haben die Leute eigentlich das gute Benehmen verlernt? Also man wäre ja wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht auf die Idee gekommen, sich mit einer Nudelpfanne in den Ringwagen zu setzen. Sind die Menschen in einer, weiß ich nicht, pluralistischen, pluralisierten Gesellschaft, braucht es da wieder gemeinsame Regeln? Also ich glaube, es gibt eine tiefe Sehnsucht nach gemeinsamen Regeln. Und was ich auch immer merke, ist, dass sozusagen das Schamgefühl der Menschen irgendwie ein bisschen im Sinken ist in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ich weiß es nicht, vielleicht hat das auch mit den sozialen Medien zu tun, wo wir uns eigentlich jetzt in jeder Situation fotografieren und das dann irgendwie online stellen. Und deswegen findet niemand was dabei, wenn er sich irgendwie, Huhn süß-sauer mit in die U6 nimmt und das am Heimweg in der Rush-Hour im dicht getrennten sozusagen Abendverkehr isst. Und das wäre vor 10, 15 Jahren, hättest maximal eine Wurstsemmel, also hätte auch das Angebot so nicht gegeben, aber du hättest maximal eine Wurstsemmel mitgenommen und dann vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen gehabt, dass die unterwegs ist und irgendwie in der U-Bahn wem ins Ohr schmatzt. Und das hat sich verändert. Und deswegen, glaube ich, gibt es schon eine tiefe Sehnsucht nach bestimmten Regeln, die für alle gültig sind. Und auch danach, dass die Stadt kommt und das irgendwie einfordert. Weil was ich in den letzten fast 10 Jahren, würde ich sagen, gemerkt habe, ist, dass die Menschen sich total ärgern. 95% sind, sage ich mal, vorbildlich, halten sich an alles. Und da gibt es ein paar, die halten sich an nichts. Und das ärgert die 95% total und sagen, okay, das kann nicht sein. Wir hätten gern, dass die Stadt sich stärker darum kümmert, dass bestimmte Regeln des Zusammenlebens und des guten Miteinander-Auskommens irgendwie stärker eingehalten werden. Und das beginnt bei der Leine und beim Beißkorb für den Hund und endet vermutlich beim Essen oder Nicht-Essen in der U6. Die Presse nennt sie jetzt auf einmal die Verbotsstadt. Sind Sie Sheriff Zimmer? Nein, bin ich nicht. Ist man für Recht und Ordnung gesagt, oder wäre das was Schlechtes, sozusagen Sheriff Zimmer zu sein? Na, Sheriff ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu Law and Order-mäßig angelehnt. Weil ich glaube eigentlich, dass für das gute Zusammenleben es Spielregeln geben muss, so wie es in jeder Familie und in jeder Wohngemeinschaft Spielregeln gibt. Und nicht anders ist es auch in der Stadt. Es muss bestimmte Spielregeln geben, an die sich alle halten. Und früher hat es das gegeben, indem sozusagen jeder eine gewisse Kinderstube gehabt hat und halt so gewisse Dinge gar nicht passiert sind. Und das ist irgendwie zunehmend, glaube ich, in Vergessenheit geraten. Und jetzt muss halt die Stadt das ein bisschen einmahnen in manchen Bereichen, wo es halt wirklich andere dann schon sehr tangiert, stört oder einschränkt. Das war die Wiener Stadträtin Uli Simmer im Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Im Falter diese Woche geht es auch um die Geschäfte, die mit Wunderdrogen gemacht werden. 3 krebskranke Patienten in Österreich sind gestorben, nachdem sie den Versprechungen geglaubt haben, das Medikament GCMAF könne Krebs heilen. Die Untersuchungen, die die Heilkraft des angeblich so tollen Medikaments beweisen sollen, die sind in pseudowissenschaftlichen Magazinen erschienen. Anna Goldenberg sucht im Gespräch mit Falter-Redakteur Benedikt Narodoslawski nach den Hintergründen. Benedikt Narodoslawski, im aktuellen Falter heißt die Geschichte das Märchen der Wunderdroge. Es geht um ein Mittel, das angeblich Krebs heilen kann und hat ganz viel mit sogenannten Fake Journals zu tun. Kannst du uns zusammenfassen, worum es in der Geschichte ging und wie du auf die gekommen bist? Ja, wir waren Teil einer Journalistenkooperation, die ähnlich wie bei den Panama Papers funktioniert hat. Die Idee ist eigentlich vom NDR gekommen, von Peter Hornung, der das Problem der Fake Journals erkannt hat und da mit Partnern tiefer reingehen wollte. Fake Journals? Jetzt müssen wir beim Anfang anfangen. Was sind das? Das sind Journale, die so ausschauen wie wissenschaftliche Journals, wo Wissenschaftler eben publizieren und worauf sie auch ihr Renommee begründen. Jeder Wissenschaftler will Studien veröffentlichen und Ergebnisse liefern. Das gehört zu einer modernen Wissenschaftlerkarriere heute, ist das quasi wie das Amen im Gebet. Und die Fake Journals schauen genauso aus wie wissenschaftliche Journals. Sind kaum zu unterscheiden, schauen auch optisch so aus. Oft ist es nur eine kleine Änderung von renommierten Journals. Da heißt es zum Beispiel The Journal of Cancer und das Original heißt aber Journal of Cancer. Also die stellen das T davor, den Artikel. Also solche Kleinigkeiten sollen quasi dann sind dann die Täuschung
Und viele Wissenschaftler wissen dann gar nicht, dass es kein wissenschaftliches Journal ist und publizieren dann in diesem sogenannten Fake Journal. Und der Sinn der Sache ist jetzt für die Fake Journal Betreiber, dass man dafür Geld bezahlt, um Studien auch zu veröffentlichen. Hat auch einen logischen Hintergrund. Man muss einen ziemlichen Aufwand betreiben, wenn man eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht. Also da gibt es diesen Peer-Review-Prozess. Das heißt, wenn ich jetzt ein Experte für Schmetterlinge bin beispielsweise, dann reiche ich einen Artikel ein zu Schmetterlingen im Sommer in den Alpen, wie verhalten sie sich in der Paarung, keine Ahnung, sowas. Und der wird dann vorgelegt anderen Schmetterling-Experten, die dann über den Artikel drüber schauen und dann konstruktives wissenschaftliches Feedback geben. Und dann muss der Artikel auch archiviert werden und so weiter. Und das fehlt bei diesen Fake-Journals. Genau, das sind Leistungen, die ein seriöses Journal erbringt. Und die Fake-Journals geben vor, dass sie das auch machen, machen aber gar nichts. Und das ist ein massives Problem. Und du hast da einen Fall gefunden, wo es ein Medikament gab, über das Studien auch in solchen Fake-Journals publiziert wurden und weshalb Leute dann geglaubt haben, dass das tatsächlich gegen Krebs wirkt. Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass diese ganze Fake-Journal-Geschichte schon massive oder ganz dramatische Auswirkungen hat für den Normalsterblichen. Wenn der, nehmen wir an, jemand ist schwer krank und googelt im Internet irgendwas zusammen und sagt, gibt es eine Heilung auf Krebs? Und dann kommt er auf ein wissenschaftlich ausschauendes Paper und da steht drinnen, jetzt gibt es dieses Krebsmedikament. Und genau so eins hast du ja gefunden. Genau, wir haben einen Fall entdeckt, wo das Mittel GC-MAF als Wundermittel quasi einen wissenschaftlichen Stempel bekommen hat. Das heilt angeblich, also wenn es nach diesen Journalen geht, nicht nur Krebs, sondern auch Autismus und die Hersteller sagen, es heilt Herpes und keine Ahnung, eigentlich jede Krankheit. Wenn es dieses Mittel gäbe, gäbe es keine Krankheit mehr auf der Welt. Und mit diesen Fake-Journals kriegt das halt so den wissenschaftlichen Anstrich, ja, okay, da steht es ja schwarz auf weiß, da sind Menschen geheilt worden. Und das hat natürlich dramatische Folgen. Im Zuge unserer Recherchen ist auch herausgekommen, dass Mediziner sagen, dass Leute wirklich mit diesen Journals dann herkommen und sagen, bitte, ich will dieses Medikament haben. Und es ist ja schon mal für einen Laien eigentlich unmöglich, diese Journale von Seriösen auseinanderzuhalten. Es ist aber auch für Experten schon mittlerweile so schwierig geworden, die auseinanderzuhalten und sein massives Problem für die Medizin, aber auch für ganz andere Bereiche. Thema Klimawandel. Wenn man das, also die Klimawandelleugner publizieren in diesen Journalen und dann schaut das so aus, ob das wissenschaftlich fundiert wäre, dass es keinen Klimawandel gibt, obwohl es nirgendwo so einen großen Konsens gibt, dass es den Klimawandel tatsächlich gibt. Ja. Und konkret ging es bei dir aber jetzt um ein Mittel, das Krebs heilen soll, das dann aber natürlich den Krebs nicht heilt, sondern stattdessen dazu geführt hat, dass 3 Patienten mindestens gestorben sind. Ja, man muss dazu sagen, dass die Leute, die an dieses Mittel geglaubt haben, waren schwer krank, todkrank, Gehirntumor und so weiter. Die waren auf den letzten Metern, sage ich jetzt. Und die klammern sich natürlich an jeden Strohhalm. In der Österreich-Geschichte ist es noch einmal um eine Ecke zynischer, weil da ist dieser Ruf, dieses GC-MAF schon so weit gediehen, dass sie sogar nicht mehr das GC-MAF initiiert haben. GC-MAF ist das Krebsmittel. Genau, dieses Krebsmittel, dieses umstrittene, das eben wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert Krebs heilt, sondern es ist einfach irgendwas. Das ist gar nicht mehr gespritzt worden, sondern selbst, also es ist ein Betrug im Betrug, kann man sagen. Die haben angeblich, also ob das jetzt ein Betrug ist, müssen die Gerichte klären. Jetzt ist auch ein Fall, liegt bei Gericht, am Landesgericht Wels. Aber so wie sich uns die Fakten darstellen, haben die
diese, jetzt sage ich mal, vermeintlichen oder die mutmaßlichen Betrüger haben mit dem Mittel gehandelt und jetzt kommt das Zynische an der Geschichte, dieses Mittel war dann gar nicht GCMAF, da ist dann GCMAF draufgestanden, aber wie die AGES analysiert hat, war das eigentlich eine Kochsalzlösung. Also die haben dann nur mal mit dem Ruf dieses mythenumrankten Mittels geworben, aber haben sie nicht einmal die Mühe gemacht, das wirklich, dieses nicht gute Mittel zu verabreichen. Also das heißt, das waren schwerkranke Patienten, die vermutlich auf jeden Fall gestorben wären. Dann fragt man sich, wo war dann der Schaden? Ich meine, da haben sie vielleicht jetzt einfach noch eine experimentelle Behandlung ausprobiert, die eben nicht funktioniert hat. Ja, da gibt es einmal das moralische Versagen, nämlich indem man Leuten nur weismacht, dass es dieses Mittel gibt, dann ist dieses Mittel sehr, sehr teuer verkauft worden. Und man hat sozusagen, wenn das Gericht also auch meint, dass das Betrug ist, aber der vermeintliche Betrugsfall oder so, der mutmaßliche Betrugsfall schaut so aus, dass schwer oder todkranke Menschen auf ihren letzten Metern noch sehr viel Geld aus der Tasche gezogen wurden, um ein Mittel kaufen wollten, das nicht wirkt oder dessen Wirkung überhaupt nicht bewiesen ist. Bei das heißt, sehr viel Geld, welche Größenordnung, wovon reden wir da? Ja, also in einem konkreten Fall geht es um einen toten Jungen, da hat der Vater mehrere Zehntausende Euro verloren, der hat auch, glaube ich, sein Haus verkaufen müssen oder das war dabei, das Haus zu verkaufen. Der hat bei seinen Verwandten Geld gesammelt, war ja selber auch nicht reich, aber hat gesagt, für seinen Sohn, um den am Leben zu halten, tut er alles und hat mit Not, ich glaube, 30.000 Euro in etwa zusammengekratzt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und da war nicht nur das GCMAF, da waren auch andere Wundermittel dabei, aber GCMAF war eigentlich das zentrale Ding dabei. Aber diese Dosen, also da gibt es so Ampullen und im österreichischen Fall sind die um 550 Euro gekauft worden. Schon das war illegal, da stehen jetzt die Produzenten in England im November vor Gericht, weil das die ein Mittel herausgegeben haben als Medikament, das kein Medikament ist. Und diese 550 Euro sind dann noch einmal mit einem saftigen Aufschlag verkauft worden. Und das hat sich dann nach dem Einkommen der Leute, der Todkranken, orientiert. Also der ein bisschen reicher war, hat für die Ampulle dann, glaube ich, das Doppel, 1.600 gezahlt. Und dann hat es aber auch Leute gegeben, die sind mit 800 Euro davon gekommen. Also wenn man dann mehrere Ampullen kauft, summiert sich es dann schon. Und die Menschen, die das in Österreich gekauft haben, die stehen jetzt vor Gericht? Genau, da gibt es jetzt einen Fall. Konkret ist es so, dass die Staatsanwaltschaft Wels eine Anklageschrift ans Gericht gebracht hat und das Gericht muss jetzt entscheiden, ob die Anklage rechtskräftig wird. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen erfolgen. Und ja, dieser Fall war eigentlich schon 2016, hat das Bundeskriminalamt diesen Fall schon mal öffentlich gemacht. Und 2017. Und so bist du auch darauf gestoßen? Genau, also eigentlich war es so, dass dieses GCMAF in diesem Journalistenkollektiv schon einen ziemlichen Ruf gehabt hat und wir haben uns dann die österreichische Seite davon angeschaut. Grundsätzlich muss man sagen, dass diese Fake-Journals ja jetzt kein total neues Phänomen ist, aber es ist auch nicht wirklich alt. Das heißt, die Literatur beginnt gerade, da passiert gerade einiges und einer der das mehr oder weniger entdeckt hat, der heißt Jeffrey Peel, der war Bibliothekar in den USA und hat so eine Blacklist gemacht, also von Journalen, denen man nicht trauen kann, die also keinen wissenschaftlichen Standard haben. Und dieser, Begründer des Begriffs Predatory Journals oder auch Fake Journals, heute werden sie ja Fake Journals genannt, der hat schon über GCMAF damals publiziert und hat gesagt, da sind Studien über ein Krebsmittel, das angeblich Krebs heilt und hat die Frage aufgeworfen, wenn es wirklich so ein bahnbrechendes Mittel ist,
Warum wird es dann nicht in ganz berühmten Zeitschriften wie Nature, Science oder da gibt es auch auf medizinischer Seite zig renommierte Journals, die ernst genommen werden, die wirkmächtig sind, die, wenn das an diesen wissenschaftlichen Prüfungen, wenn die besteht, der Jeffrey Beal hat diese Frage aufgeworfen, wenn dieses Medikament so toll ist, warum wird es dann in so einem minderwertigen Journal veröffentlicht, in so einem Fake-Journal, das überhaupt keine Prüfung hat und nicht in einem ganz renommierten Journal der Medizin, wo massiv kontrolliert wird, wo nur die besten Arbeiten durchkommen, weil wenn das dann da drinnen steht, in diesen wichtigen, seriösen Journals, dann werden ja auch die Pharmafirmen vielleicht aufmerksam oder dann kriegt es mehr Wirkung. Und wie können wir jetzt eigentlich feststellen, ob das nur lauter Einzelfälle sind? Da in deiner Geschichte, da geht es jetzt um drei Menschen, die zu Schaden gekommen sind. Ich meine, wissen wir, ob es sich hier um tausende Patienten handelt, die auf so etwas reinfallen, oder sind das nur Einzelfälle? Das kann ich nicht quantifizieren. Also es sind in Österreich mehr als drei gewesen. Allein in dem Betrugsfall waren es drei, werden im Text genannt, aber es ist jetzt auch nur ein Auszug. Wie viel da tatsächlich drunter oder dem mutmaßlichen Betrugsfall da unterlaufen sind, kann ich nicht sagen. Aber eigentlich ist das Thema ein größeres, nämlich was richten diese Fake-Journals in der Gesellschaft an? Und das ist, unser Beispiel zeigt ja nur eine der massivsten Auswirkungen, nämlich dass todkranke, schwerkranke Menschen getäuscht werden mit irgendwelchen wissenschaftlich anmutenden Zeugnissen, sage ich jetzt einmal, dass es Heilmittel für Krebs gibt, die es so nicht gibt. Und die dann, bevor sie sterben, noch viel Geld hinblättern für einen Scheiß. Und das ist halt eine der dramatischsten Auswirkungen. Jetzt ist die Frage, wirkt dieses GCMAF nicht grundsätzlich nur schädlich, dann wäre es ja auch noch Körperverletzung, das ist offensichtlich nicht passiert. Aber auch sowas kann passieren. Ja? Oder noch einmal ein anderes Thema, ich habe es schon angesprochen, Klimawandel. Wenn ich mir diese Trump-Regierung anschaue und wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt in solchen Journals also ihr Unterfutter kriegen und das dann als echte Wissenschaft verkauft wird, was ja noch einmal schwieriger zu unterscheiden ist als diese ganze Fake-News-Geschichte, weil die schauen ja meistens auch ziemlich stümperhaft aus, diese Seiten, wird jetzt auch besser, aber bei Fake-Journals ist es einfach, die Wissenschaft hat in unserer Gesellschaft so eine hohe Glaubwürdigkeit. Das hat meiner Meinung nach schon so fast was Dogmatisches, dass wir an die Wissenschaft glauben. Und da wird einfach ganz stark dieser Ruf unterminiert. Und du hast schon angesprochen, das war ein internationales Rechercheprojekt. Wie kann man sich vorstellen, dass so etwas abläuft? Trefft ihr euch da jede Woche in einer anderen Stadt? Nein, das läuft eigentlich über Telefonkonferenzen und über verschlüsselte Nachrichten und über so eine Art Facebook für Journalisten ab. Initiiert hat es der NDR, der Peter Hornung, und der war schon bei den Panama Papers drinnen und holt dann, aktiviert die Netzwerke. Und da der Falter und der ORF auch bei den Panama Papers meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet haben, sind wir die Österreich-Partner gewesen und in Deutschland war da noch die SZ dabei und der New Yorker in den USA und Le Parisien, was war Le Monde? Le Monde, Le Monde war in Frankreich dabei. Also da waren eine wirklich Reihe renommierter Medien, die sich eingehend um das gleiche Thema eben kümmern. Und das läuft dann so ab, dass man regelmäßig Telefonkonferenzen hat, sich regelmäßig auf den neuesten Stand bringt, die Kollegen von den eigenen Rechercheergebnissen an den Rechercheergebnissen teilhaben lässt, damit nicht die doppelte, dreifache, vierfache Arbeit passiert. Und dann besteht quasi so die Möglichkeit, dass man auch von den Recherchen der Kollegen auch zehrt
Und genau, so wie unsere Recherche jetzt den Kollegen offen steht, stehen auch die Recherchen der Kollegen uns offen. Und was hat der Falter jetzt noch geplant für die kommenden Wochen zu dem Thema? Also wir lassen uns da nicht in die Karten schauen, aber wir haben jetzt einmal ein Interview mit zwei Expertinnen, die sich eingehend mit dem Thema beschäftigt haben. Das kommt dann nächste Woche. Und noch ein Gusto-Stückerl, von dem ich vielleicht nicht zu viel verraten will. Aber wir werden an dem Thema dranbleiben und wir lassen uns auch nicht erpressen. Ja, vielen Dank an Benedikt Narodoslawski, der extra aus seiner Väterkarenz, die heute begonnen hat, hineingekommen ist in die Redaktion, um mit uns darüber zu sprechen. Vielen Dank und alles Gute. Danke dir. Das war Falter-Redakteur Benedikt Narodoslawski im Gespräch mit Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW folgen, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter hat in den letzten Monaten zahlreiche Enthüllungen veröffentlicht. Das erfordert oft langwierige Recherchen und es kostet Geld. Dieser Podcast ist ja gratis. Wenn Sie up-to-date sein wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Das Abo kann man auch online bestellen über die Internetseite www.falter.at/abo. Für kommenden Samstag bereiten wir einen Podcast in englischer Sprache vor zum Thema Brexit, das Großbritannien destabilisiert und Europa bewegt. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.